Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Ja, eine Sache muss ich vorweg schon mal sagen. Liegt da eine Leiche? Oder ist der nur am Schlafen? Eine Sache muss ich vorweg schon mal sagen. Ich habe jetzt einige Wochen mittlerweile leider nicht mehr spielen können. Das heißt, ich weiß nicht mehr ganz so genau, wo wir jetzt in der letzten Folge aufgehört haben. Aber ich weiß, dass wir eigentlich nicht hierhin wollten. Aber ich weiß, als ich rausgegangen bin, musste ich irgendwo hinreisen, damit er überhaupt speichert. Das ist so ein Nachteil bei Sherlock Holmes. Und ich bin dummerweise hierhin gereist und hier haben wir jetzt noch einen Auftrag, den wir ja noch mit Wurzen machen wollten. Deswegen ist es nicht das, was ich angekündigt hatte in der Folge davor, aber darum werden wir uns danach dann auf jeden Fall auch noch kümmern. Was tun wir als nächstes, Holmes? Ja, ich würde sagen, wir brechen hier erstmal ein, ne? Oh, ja, es ist auch dementsprechend schon lange her, dass ich das gemacht hatte und verstanden hatte. Das sind drei Stück. Moment. Schiff zu den Dietrichen bestätigen. Das geht nicht. Warum auch immer. Warum kann man oder muss man... Jetzt bin ich etwas überfragt, ehrlich gesagt. Ja, aber das funktioniert doch generell nicht. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Hallo? Hallo? Jetzt kann ich nur noch eins und zwei nehmen? Ne, jetzt kann ich auch die vier noch nehmen. Wollt ihr mich jetzt veräppeln hier? Okay. Jetzt stehe ich direkt schon wieder vor der ersten unlösbaren Aufgabe. Also erst... okay. Das ist markiert? Das ist markiert. Zu den Dietrichen. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Jetzt bin ich irgendwie sehr... irritiert. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Ja, den Teil habe ich schon mal verstanden. Aber wieso kann ich vorne und hinten umschalten? Ich meine, vorne, das wird ja nicht so relevant sein. Ich denke mal, dass nur hinten relevant ist. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Aber da zeigt er mir dann immer nur die beiden an. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Das verwirrt mich jetzt total, ehrlich gesagt. Das ist der Vierer. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Ja, dann nimm ihn doch raus. Ach, rechts ist in... Irgendwann begreife ich das auch nochmal. Okay, das war jetzt den Dreier, den ich da reingemacht hatte. Aber den Dreier will ich ja da drin haben. Aber da ist jetzt irgendwie der Vierer drin, wenn ich das richtig verstehe, oder? Jetzt habe ich Dreier und Vierer. Habe ich jetzt alle entfernt? Irgendwie ist das hier gerade ziemlich seltsam. So, ich wollte jetzt den Dreier haben. Aber... Wieso nimmt er das jetzt nicht? Ah, jetzt. Aber hier. Ja, das wollte ich. Genau. Oh, irgendwie ist das hier total komisch heute. So, ich will nochmal den Dreier. Nee, da will ich den ja auch nicht. Da soll das umschalten. So, den Dreier da rein. Oh mein Gott, ehrlich. Irgendwann sollte es ja nochmal funktionieren. So wollte ich das jetzt schon die ganze Zeit, aber irgendwie habe ich es nicht gecheckt, dass ich das da falsch drin hatte. Keine Ahnung. Ist der jetzt noch bei mir? Hallo, Botzen? Steht der jetzt Schmiere oder was? Die Tür ist verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden. Willst du mich verarschen? Moment. Wir haben hier...
Da ist eine... Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Moment, wir haben hier erstmal... okay. Bringt mir das irgendwas, wenn ich die jetzt hier woanders hinbringe? Nee, ne? Ja, keine Ahnung, was mir das jetzt bringen soll. Da könnte ich vielleicht rüberhüpfen oder so. Oh, der mich jetzt erschreckt. Warte mal. Ah, kann man das als Leiter benutzen hier? Andere mögen darin nur ein Gitter sehen, aber für mich ist das nicht alles. Andere mögen darin nur ein Gitter sehen, aber für mich ist das nicht alles. Hallo. Andere mögen darin nur ein Gitter sehen, aber für dann mich nutzt ist das es nicht doch. Alles. Ich kann das nicht bewegen. Der Weg ist blockiert. Och, jetzt ist ja auch noch ein Rätsel oder wie. Moment, wo kann man das denn? Da hinten, okay. Was ist das hier eigentlich? Können wir gleich auch noch gucken. Ach, das sind drei Stück, okay. So. Ist das denn überhaupt richtig, dass wir das nach da schieben müssen? Das weiß ich ja gar nicht. Ich habe mir nur gedacht... Ne? Okay. Den müssen wir wahrscheinlich dann nachher noch nach hier bringen, oder? Es wäre auf jeden Fall nicht schlecht, wenn ich wüsste, was ich eigentlich machen müsste. Also das auf jeden Fall. So, jetzt kann er das aber immer noch nicht benutzen, oder? Doch, endlich. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Da ist jetzt noch dieser Käfig im Weg. Ich weiß nicht, können wir den irgendwie bewegen? Watson, ich brauche Ihre Hilfe. Ich kann jetzt auf Watson. Ah, okay. Der dürfte an dem zweiten da hinten dran sein. Oder ist das... Ja, das ist das zweite. Okay. Also dafür, dass er nur einen Weg reinsuchen wollte, ist das hier aber mittlerweile schon ganz schön kompliziert. Ein komplizierter Einbruch. Ja, das wäre doch mal ein guter Titel. Ein komplizierter Einbruch. Ich denke mal, ich muss dahin. Aber was soll ich dann machen? Was bringt mir das jetzt, dass ich hier oben bin? Die Balkontür ist offen. Das ist schön, aber kann ich da hinten irgendwie rüber? Ich kann hier nicht springen oder so, ne? Hm. Aber Watson kann hier auch nicht viel machen. Ich meine, der kann mir da nichts hochbringen, oder? Bringt mir das jetzt irgendetwas, dass ich hier zu hoch geklettert bin? Eigentlich nicht wirklich, oder? Wo komme ich denn? Da komme ich wieder runter. Komme ich jetzt hier rum? Da habe ich eigentlich auch keinen Platz, ne? Ich meine, ich könnte jetzt hier in die Kessel glühender Lava sozusagen reinspringen. Hinten komme ich mit dem Gitter vielleicht. Käme ich auf die Seite?
Frage ist, bringt mir das jetzt was? Weil, ja doch, ich könnte mich vielleicht darüber schwingen. Ah, das könnte eventuell sein. Das heißt, Watson müsste mir das Gitter jetzt dahin bringen. Ja, ob das so funktioniert, weiß ich noch nicht, aber wir probieren es mal aus. Komme ich nicht hoch. Okay. Hm. Ja. Das ist doof. Aber ich muss doch irgendwie darüber kommen. Ich meine, ich könnte mich da dranhängen und rüberfahren lassen oder rüberklettern. Ich könnte mich da an den Käfig irgendwie dranhängen und rüberziehen lassen. Aber irgendwie scheint das alles zu einfach zu sein. Und das wollen die nicht. Wenn wir das jetzt hier verschieben, bringt uns das auch nichts. Also das ist schon richtig, denke ich mal, dass das da hinten ist. Ja, die Frage ist nur... Also der Waggon, der hat auf jeden Fall irgendwie was damit zu tun. Ich denke, der muss noch irgendwie auf die andere Seite oder so. Aber warum, wieso, weshalb, das weiß ich nicht. Gerade umgetauscht. Ach, oder kann man den vielleicht hochziehen? Wahrscheinlich auch nicht. Das kann man drehen, aber ich weiß nicht, ob der dann... Kommt ja nicht auf die andere Seite dann, oder? Aber irgendwas muss das ja damit zu tun haben. Da ist ein Wagen, da kann er nirgendwo hin. Also wenn, kann er wahrscheinlich nur da hinten hin. Aber ob mir das jetzt was bringt, das ist jetzt die andere Frage. Hallo? Na komm. Tja, und nun? Also ich denke, es hat irgendwas mit dem... Also, dass wir da hoch müssen und dass wir uns dann rüber schwingen würden, zu tun. Das Problem ist nur... Kann man jetzt so da hoch? Auch nicht, oder? Da jetzt hochklettern würde. Aber warum sollte ich dann den ganzen Kram davor machen? Das wäre dann ja auch Blödsinn. Moment, das ist ein Leiter? Ach so. Aber bringt mir das was? Ich glaube nicht. Aber wir gucken trotzdem mal. Also das habe ich eben noch nicht gesehen. Mal auf die andere Seite. So. Ja, und nun? Problem ist, genau das, was ich mir schon gedacht habe, das bringt mir natürlich nichts.
wenn ich jetzt hier stehe. Ich meine, wenn der Käfig weg wäre, okay, aber dann könnte ich ja, glaube ich, auch nicht. Oder könnte ich darüber springen? Das müssen wir mal ausprobieren. Wo ist jetzt der Käfig da? So. Komme ich aber nicht drüber. Den Wagen könnte ich zwar hier unten hinstellen, aber das bringt mir wahrscheinlich nicht allzu viel, oder? Ach so, oder hätte ich das... Oh nee, oder? Hätte ich den Wagen jetzt als Brücke nehmen können? Der ist doch viel zu tief, den kann man doch eigentlich nicht nehmen. Da hätte man ja dann von unten direkt drauf gekonnt. Wir probieren es trotzdem mal aus. Watson, es tut mir leid, aber Sie müssen hier heute Schwerstarbeit leisten. Komm, geh da rein. Beziehungsweise dahinter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt damit zu tun hat, aber wie gesagt, probieren werden wir es auf jeden Fall mal. Nö, kann ich natürlich nicht. Und die Zeit sitzt mir jetzt auch gerade so ein bisschen im Nacken. Ich meine, mit dem Käfig, das wäre ja wunderbar. Dann könnte man sich ja da dranhängen. Aber das wollte er ja anscheinend nicht. Kann man auch nicht rüberklettern. Also wir haben nur das Gitter, das können wir im Moment aber nicht gebrauchen. Die Dinger, die wir unten benutzen können, das ist klar. Warum man den Käfig jetzt hier so machen kann, verstehe ich nicht. Ich denke mal, dass man den Haken wirklich dann da in der Mitte haben muss. Das geht ja auch nur nach rechts und links, also es geht ja auch nicht irgendwo anders hin. Der Haken. Sonst kann ich auch, hier kann ich auch nichts machen oder so, ne? Könnte ich in die Mitte machen, bringt mir natürlich auch nichts. Dran hängen will er sich auch nicht. Was ist das denn mit dem? Aber das ist wahrscheinlich das, die Kette, denke ich mal.
Ich dachte jetzt nicht, dass es jetzt so kompliziert sein würde. Also ich meine, ich hatte dann auch gehofft, dass man eventuell irgendwo rüberspringen könnte oder so. Also von hier oben kann ich definitiv nirgendwo rein. Das ist schon mal klar. Von hier oben kann ich auch nicht daran springen. Das macht er auch nicht. Nach hinten kann ich weder springen noch klettern. Ich meine, da wäre es relativ nah dran, aber da macht das ja auch nicht. Also von hier oben, das geht definitiv nicht. Ich müsste meines Erachtens da rüber komplett, damit ich dann auf die Mitte gehen kann und dann ja im Prinzip hier vor diesem Ding stehe. Das Problem ist nur, er will ja nicht da rüber gehen. Also egal, was ich mache. Komm, geh da runter. Egal, was ich mache, er möchte ja nicht auf das andere Ding drauf springen oder so. Ach, ist das doof. Also ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass wir das ganze Kapitel jetzt in dieser Folge kriegen würden. Das Problem ist nur, dass ich das Rätsel noch nicht mal in dieser Folge hinkriege, so wie es aussieht. Also wenn ich das Ding jetzt hier rechts und links verschiebe, bringt mir das irgendwie gar nichts. Außer, dass der Weg nach vorne frei ist. Ich habe aber auch keinerlei Möglichkeit, da irgendwie anders auf die Mitte zu kommen. Es sei denn, dass ich wirklich von dieser Seite aus, naja, das Gitter will er ja nicht benutzen, von dieser Seite aus da hinten rüberkletter. Das ist jetzt so, ja, meine missliche Lage, sag ich mal. Ich mache es nur sehr, sehr ungerne, aber da die Zeit jetzt, ja, eigentlich schon längst ausgelaufen ist von dieser Folge, würde ich sagen, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache und, ja, wahrscheinlich nochmal überall rumlaufe und mir das nochmal angucke. Also irgendwie, ich verstehe es nicht. Und dass ich dann hoffentlich währenddessen irgendwann auf die Lösung komme. Und wir das dann in der nächsten Folge, ja, hoffentlich überstehen und hoffentlich einbrechen können. Bis dann. Ciao.